Hallo liebe Angelchaoten, wir sind wieder los, angeln, aber diesmal nicht auf Aal in der Unterwarnow, wir wollen auf Dorsch Brandungsangeln machen. Wir sind gerade Ahrenshoop angekommen, packen jetzt alles zusammen und gehen rund am Strand, da sehen wir uns wieder. So Freunde, wir sind jetzt am Strand, haben schon alles aufgebaut. Und, was soll ich sagen, der erste ist schon ran. Wie gesagt, wir sind in Ahrenshoop und haben ganz einfaches Brandungsgeschirr. Meins ist von Delta Fishing, Set mal gewesen, für 100 Euro ungefähr. Und bin hier mit meinem Bruder unterwegs, habe ich noch gar nicht erwähnt. Der hat von Mitchell ganz einfaches Brandungsgeschirr. Selbstgemachte Vorfächer, nichts Wildes, nichts Dickes, aber der erste ist schon da. Das ist er, unser Erste. Ich möchte auch in diesem Augenblick gleich noch mal die ganz vielen neuen Abonnenten grüßen. Das geht schneller als man denkt. Wir haben gerade ein Live-Biss. Ich versuche das Licht ein bisschen besser. Die sehen aus dem Bild. Jetzt sieht das gut aus. Sehr gut. Heute läuft es sehr gut. Ah, leider ausgestiegen. Aber nichtsdestotrotz. Haben wir noch etwas anderes? Sekunde. Die kommt natürlich auch mit. Petri. Alter Schwede, alter Schwede, alter Schwede. So, jetzt haben wir ihn abgeschlagen. Jetzt könnt ihr nur mal sehen, ob abgespült. Also, ist das so anstrengend, dass ich gehe ja schon viel auf Brandungsangeln. Es geht immer weiter. Es hört nicht auf. Gehen wir ein Stück zurück. Ahrenshoop. Für Dorsche perfekt. Wie sieht's aus? Kann man Petri sagen? Oh, dran ist er. Dran ist er. Also wer Dorsch mag, muss hierher. Schwenken wir mal rüber, mal gucken. Da ist er. Licht. Petri! Petri da. Er ist aber zu klein. Dann muss er wieder rein.
Da hat die Angel gerade extrem ausgeschlagen. Das ist wahrscheinlich der größte Dorsch für den heutigen Abend. So, der ist ja wieder weg. Ihr könnt das sehen. Ah, ist glaube ich ausgestiegen. Nee, ich erzähle ja Mist. Petri! Ja, die Lichtverhältnisse sind nicht ganz so gut, aber die Rute hat nur so extrem vibriert, da auf der Rute, die ihr wahrscheinlich jetzt nicht ganz so sehen könnt, ist nämlich geflochtene Schnur drauf. Natürlich dehnt sich dann nicht und dann wackelt die Rute natürlich umso mehr. Ist nicht der größte Dorsch für heute gewesen. Oder bis jetzt gewesen. Aber wir sind gute Dinge. Wir sind gute Dinge. Das war unser erster Brandungsangeltag. Nacht. Hat gut geklappt. Wir verabschieden uns jetzt. Und ich hoffe, euch gefällt das. Wenn euch das gefällt, Daumen hoch. Abonnieren. Hat ja bis jetzt ganz gut geklappt bei uns. Jetzt zeigen wir euch nochmal unsere Ausbeute für den ersten Brandungsangeltag. Drei Dorsche, bin ich blöd? Vier Dorsche und zwei Flundern. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Bis denn! Hallo Angelfreunde, wir haben es wieder geschafft, wir sind los, wollen angeln gehen. Nochmal, Mist, blöd. Soll ich ihn jetzt einmal abwaschen und willst ihn einmal zeigen oder was? Geht gleich so. Steht Aufnahme? Aufnahme, ja. Aufnahme. Aufnahme. So Freunde, hier ist er. Ein Bild? Ja, leider zweite zu kleine. Haben wir auch wieder freigelassen. Schade, schade. Ja, ihr seht richtig. Es geht immer noch weiter. Ich stelle euch ein bisschen zurück. Hängt auch. Meter 50? Oh! Ja, geh hin. Nee, da bist du drin, ne? Petri, meine Herren! Oder ist das auf meinen Haken? Nö. Wir sind nämlich verbunden. Und schon wieder mein Bruder. Der übrigens jetzt auch Angelchaot ist. Wieder überfreut. Ja? Ja. Immer überkreuz. Aber sie sind dann überkreuz. Doch, doch, das ist ab ins Wiener gewesen. Oh, Jungs, ihr seid ja gar nicht im Bilde. Dass das so anstrengend ist, ich gehe ja schon viel auf Brandungsangeln und noch nie so erfolgreich wie heute. Das ist ganz schön anstrengend, das glaubt man kaum. Also Freunde,
einfach losgehen, ohne irgendwie auf was zu achten. Ich glaube, das muss ich rausschneiden, das hört sich voll kacke an, aber Angeln ist wirklich genial. Oder bis heute, bis jetzt gewesen. Aber wir sind gute Dinge. Wir sind gute Dinge. Oh, ich denke mal, das geht. Sind wir on? Mhm. Also, das war unser erster Brandungsangeltag.